Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Wir sind in Wismar in der Hansestadt an der Ostsee beim Autohaus Preuß und haben euch ja schon den neuen Jeep Avenger in einer ausführlichen Review mit Fahrbericht vorgestellt. Und daran wollen wir heute in diesem Video anschließen, indem wir mit dem Avenger auf die Autobahn gehen und die Verbräuche bei 100, 120, 140 km/h ermitteln wollen. 160 km/h leider nicht, weil er bei 150 km/h abgeregelt ist. Und wir wollen natürlich auch den Ladecheck machen, möglichst von 10% auf 80%. Um dann zu schauen, schafft er da die Ladegeschwindigkeit in der Werksangabe mit plus minus 30 Minuten. Bevor wir losstarten, schaut ihr bitte nochmal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Und jetzt geht's aber mal los mit dem neuen Jeep Avenger. Da 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 da. Ja, wir sind auf der Autobahn A20 angekommen Richtung Lübeck und wollen ja mit euch heute hier in diesem Video die Verbrauchsfahrt machen mit dem Opel Avenger, auch geil, Jeep Avenger, weil er ja zum Stellantis-Konzern gehört, denke ich auch immer gerne mal an Opel. Ich habe den Drive Assist Steffen Schaumal auf 100 km/h eingestellt und kann hier am rechten Lenkstockhebel dann den Trip zurücksetzen, denn wir wollen jetzt mal auf die nächsten 20 Kilometer, also bis 189 Kilometer, mal herausfinden, was der Avenger hier durch unser plattes Mecklenburg so durchschnittlich verbraucht. Wir fahren die Geschwindigkeit durchgehend 100. Wir haben wenig Verkehr, das heißt, es ist wirklich die Durchschnittsgeschwindigkeit 100 km/h. Auch das kontrollieren wir hier mit dem Bordcomputer, weil der Bordcomputer ja immer GPS gemessen ist. Also wir haben hier alle Parameter, Vergleichswerte, die wir brauchen. Wir haben die neueste Software drauf. Wir haben 25 Grad Außentemperatur, Sommerbereifung 18 Zoll. Wir haben die Klimatisierung, die stellen wir auf zarte 21 Grad, wie wir das immer in unseren Tests machen. Und ich würde sagen, let's go! Oh. Zwischendrin wollen wir immer mal über die ein oder anderen Spezifika mit euch sprechen. Das ist heute ein bisschen anders von der Timeline als unsere sonstigen Verbrauchsfahrten, weil wir Kilometer eingeschränkt sind. Wir dürfen gar nicht so viele Kilometer auf das Auto fahren. Deswegen ist das Verbrauchsfahrtvideo heute ein bisschen anders, als ihr sonst gewohnt seid. Aber Abwechslung belebt ja das Geschäft. Ja, 100 km/h Drive Pilot, Drive Assist hier im Jeep Avenger, muss ich sagen, funktioniert gut. Steffen, film mal raus. Er hält hier schön selbstständig die Mitte der Fahrspur, auch in so einer leichten Kurve, ist eine buckelige Piste, macht er mit dem Spurhalteassistenten, mit dem Lenkassistenten ganz, ganz hervorragend. Auch beim Fahrbericht, ich hoffe ja, ihr habt die Review mit dem Fahrbericht vorab gesehen, haben wir ja schon festgestellt, dass auch die Abstandsregelung sehr, sehr smooth funktioniert. Und ich muss mich da korrigieren, wir haben hier festgestellt, weil eben ganz kurz so ein Buckel war, wo 80 begrenzt war. Da schlägt er sogar vor, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das heißt, er ist nicht prädiktiv, macht es alleine, aber er schlägt es zumindest vor. Man kann es dann hier über die Auswahltaste am Multifunktionslenkrad übernehmen. Also das ist auf jeden Fall mal schon ein Zwischenstep zwischen Verkehrszeichenerkennung, Autopilot und dann der prädiktiven Regelung. Also ich muss sagen, hier der Drive Assist im Jeep Avenger verdient seinen Namen und unterstützt uns hier teilautonom, wie ich finde, recht ordentlich. Kilometer und 15,7 Kilowattstunden. Jetzt ist er auf 15,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer zurückgegangen. Das nehmen wir mit. Wir sind ja positiv für das Auto. Und durchschnittlich 98 km/h GPS gemessen gefahren. Das ist doch mal ein ordentlicher Wert. Steffen, was sagst du? Das ist ordentlich. Ja, genau. Das heißt, ich werde jetzt hier den Jeep, ui, der geht ja richtig nach vorne jetzt hier, holla, die Waldfee, wenn ich mal auf Strompedal drücke. Ich werde jetzt mal hier den Abstandsregeltempomaten auf 120 km/h einstellen. Na, will er nicht?
Dann können wir nämlich umschalten und Trip 1 löschen. Denn wir wollen auf die nächsten 20 Kilometer herausfinden, was verbraucht der Jeep Avenger dann bei durchschnittlich 120 km/h durchgehend gefahren. Ich bin total gespannt. Was sagst du, Steffen, dein Tipp? Wir bleiben unter 20. Jawohl, das ist ein guter Wert, wenn das klappt. Was genial ist beim Jeep Avenger ist, dass er auch die neueste Software hier verbaut hat. Nicht nur in der Navigation, sondern generell im Fahrzeug. Das heißt, wenn ich sage, hey Jeep, hey Jeep, dann könnte man jetzt die Sprachbedienung steuern, aber das Auto ist nicht mit der App konnektiert. Es handelt sich ja hier um Vorführwagen des Autohauses Preuß in Wismar und er würde sonst natürlich auch per Sprache eine Route eingegeben bekommen können. Wir machen das natürlich manuell. Wir nehmen einfach mal den Münchner Flughafen statt dem Münchner Viktualienmarkt. Das geht hier während der Fahrt dann wesentlich schneller. Und er baut relativ schnell dann die entsprechende Route auf. 822 Kilometer wären das von unserem Standort hier kurz vor Lübeck. Wir fahren ja die Autobahn A20 von Wismar Richtung Lübeck gerade. Und was ich ganz gut finde, ist hier diese neue Grafik. Man kann hier auch relativ fluffig herein und heraus zoomen. Ihr seht ja auch mal so ein bisschen, wo wir halt sind. Man kann das schön zentrieren. Und hier würde er uns Ladeempfehlungen dann auf der Route geben. Das heißt, momentan zumindest, unser Proband hat keine Ladeplanung in der Routenplanung integriert. Viele von euch schreiben mir immer mehr, ach Mensch, Olli, brauche ich gar nicht. Solange ich eine Ladestation herausfiltern kann, entscheide ich das ad hoc, wo und wann ich lade. Manchmal nach dem Pullern, manchmal nach dem Kaffee trinken, hat der Wolfgang im letzten Video geschrieben. Und am Ende kann ich euch nur zeigen, was eigentlich für uns Stand der Technik 2023 wäre. Das wäre halt auch ein Fahrzeug, was Routen- und Ladeplanung kann. Aber wenn ihr damit klarkommt, ist das natürlich völlig in Ordnung. Was man auch machen kann, ist, wenn man zum Beispiel hier Apple CarPlay oder Android Auto nutzt, dann A Better Route Planner zu nutzen. Das gibt es als App. Könnte man dann auch für die Navigation nutzen. Ich habe mal Monaco ausgewählt, weil Steffen Monaco liebt. Und dann könnte man auch hier entsprechend natürlich eine Route planen und da würde A Better Route Planner dann halt auch die entsprechende Ladeplanung machen. Hier ist momentan mein Mercedes EQS eingestellt, der aber leider einen doppelt so großen Akku hat, also ist das hier auch nicht federführend und wir gucken lieber mal, wie sich der Verbrauch weiter bei 120 km/h entwickelt. Wir sind 19 Kilometer mit 120 km/h durchgehend gefahren. Ihr seht es hier an der Durchschnittsgeschwindigkeit 118 km/h und wir haben einen Verbrauch von 20,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist, finde ich, auch noch ein ordentlicher Wert. Steffen, was sagst du? Na, ich hatte ja auf unter 20 gehofft. Genau, weil wir müssen hier die Ausfahrt Lüdersdorf-Carlo nehmen, weil wir so ein bisschen kilometerlimitiert sind hier bei unserem Test. Deswegen müssen wir leider mal einen Kilometer früher den Verbrauch ermitteln. Wir werden jetzt einen U-Turn machen, das heißt die Autobahn A20 dann wieder Richtung Wismar zurückfahren. So haben wir auch so ein bisschen den topografischen Ausgleich wieder. Aber ihr seht, dass die Tachygeschwindigkeit fast identisch ist mit der GPS-Geschwindigkeit. Wir haben hier den Drive Pilot auf 140 km/h beschleunigt. Steffen, schau mal, ich lösche den Bordcomputer. Und wir wollen mal herausfinden, auf den nächsten 20 Kilometern circa, wie sich hier bei durchschnittlich gefahrenen 140 km/h der Verbrauch entwickelt. Dein Tipp? 24. Okay. Wir haben einen neuen Wert. Steffen, was sagst du dazu? Wir sind nämlich 21 Kilometer mit 140 km/h gefahren. Durchschnittsgeschwindigkeit ist bei 136 km/h im GPS und haben einen Verbrauch von 28,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das überrascht mich jetzt schon ein bisschen mit der Steigerung. Das ist leider ein bisschen mehr, als ich gehofft hatte. Ja, vielleicht haben wir hier auch eine kleine topografische Unausgleich. Wir wollen das alles nicht ausschließen, fahren vielleicht auch so ein bisschen jetzt gegen den Wind, ne, wenn ich die Windräder betrachte. Also, wie gesagt, wir geben ja so Richtwerte euch mal an und da müssen wir vielleicht nochmal einen dauerhaften Feldversuch machen, dann auch über 300-400 Kilometer, ob das dann wirklich 28 Kilowattstunden sind, Steffen, oder? Das schreit nach Roadtrip. Juhu! We'll be right back.
Steffen, ich habe in Sport geschaltet. Das heißt? Guck mal, 152. Das ist schon Schluss, ja? Naja, 150 ist die Werksangabe. Das muss man ja fairerweise dazu sagen. Wobei ich finde, in so einem Kleinwagen-SUV-Segment, gute Bremsen hat er auch, eine ordentliche Rekuperation, ist ja okay. Weil klar bemängle ich immer eine beschränkte Höchstgeschwindigkeit, weil wir in einem freien Land mit freien Bürgern leben, wo man theoretisch auch wie hier auf der Autobahn so schnell fahren kann, wie der Verkehr es zulässt. Aber die Frage ist natürlich, ob man mit so einem Jeep Avenger jetzt irgendwie 250 km/h fahren würde. Naja, ich sag mal auch so, bei knapp 51 Kilowattstunden Netto-Akku, ob man dann lange 200 oder mehr fährt, ist dann halt auch so die Frage. Ne? Also von daher finde ich jetzt bei diesem Fahrzeug 150 km/h okay. Besser hätte ich vielleicht sogar 180 empfunden, weil man ja manchmal irgendwo mal ein kurzes Stück Autobahn hat, wo man einfach mal auch zügig die Strecke überwinden möchte bei freiem Verkehr. Also von daher schreibt da gerne in die Kommentare mal, wie ihr das seht. Seid ihr für freie Fahrt, für freie Bürger oder sagt ihr, nee, so ein generelles Tempolimit 100 km/h oder 120 km/h wäre zeitgemäß? Steffen, wir sind bei Ionity in Wismar angekommen. Und das heißt jetzt, wir laden. Genau, hier sind 6 Ladepunkte von Ionity, finde ich richtig klasse, die so ein bisschen die Lücke dann auch schließen zwischen dem Minaer Land und Lübeck auf der Strecke dann an Greifswald, Stralsund und Rostock entlang. Finde ich gut. Schöner Standort hier mit Carwash, einem Netto nebendran, ein paar Möbelhäuser, dann kann man gleich so ein bisschen Laden und Shopping verbinden. Aber das ist ja nicht unser Anlass, denn wir wollen ja mal ausprobieren, wie lädt der Jeep Avenger. Normalerweise machen wir das ja immer von 10% auf 80%, mein lieber Steffen. Aber guck mal, wir haben 39% und sind leider kilometermäßig mit diesem Fahrzeug begrenzt, sodass wir den Akku auch nicht weiter leer fahren können durch das Autohaus Preuß. Vielen Dank ans Autohaus, dass wir überhaupt das Auto testen dürfen. Und jetzt wollen wir trotzdem mal schauen, weil es ja auch manchmal bei euch der Fall ist, dass man einfach mal mit 39% spontan ein Päuschen macht, wenn man Hunger hat, wenn man mal auf den Pott muss. Wie schnell lädt er sozusagen von 39% auf 80%? Werksangabe sind ja 20 auf 80 in 25 Minuten und da er zum Stellantis-Konzern gehört, müsste er eigentlich so von 10% auf 80% in guten 30 Minuten laden, 100 kW im Peak. Ich würde sagen, let's go, wir stecken an. Habt ihr schon eure THG-Quote beantragt? Ihr habt die Möglichkeit, für euer Elektroauto, privat oder gewerblich genutzt, eine THG-Quote zu bekommen. Alle Informationen dazu habe ich euch zu meinem Partner Geld für E-Auto unten in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr einfach nur eure Daten angebt, die Vorder- und die Rückseite eures Kfz-Scheins oder eurer Kfz-Scheine hochladet. Ihr könnt nämlich auch für mehrere Autos das beantragen und dann macht alles weitere Geld für E-Auto und ihr bekommt bequem das Geld aufs Konto überwiesen. Wenn ihr unseren Link nutzt, unterstützt ihr unseren Kanal und dafür sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. 39% zeigt auch die Säule an und ist gleich auf 82 kW hochgegangen. So lobe ich mir das. Das finde ich ja immer richtig, richtig klasse. Bei Ionity, wo man halt auch an jeder Säule dann bis zu 350 kW einzeln entnehmen kann und sich nicht die Ladeperformance mit anderen Fahrzeugen teilen muss. Ich glaube, Ionity ist ja neben dem Tesla Supercharger-Netz inzwischen mit das größte in Europa, oder? Gibt es da noch eine Alternative, Steffen? Ich weiß nicht, gut, in Deutschland wahrscheinlich EnBW, ne, mit den ganzen Ladeparks. Stimmt, EnBW ist natürlich auch ein starker Anbieter, auch Allego, Fastnet sind stark im Kommen. Also es geht voran mit der Elektromobilität. 47% haben wir nach 5 Minuten im Akku, das heißt 8% und fast 5 Kilowattstunden nachgeladen. Er ist jetzt runtergegangen auf 71, 72 kW im Peak. Aber das ist natürlich auch normal, weil er ja in der Regel so seine höchste Ladeperformance, so um die 20% State of Charge dann auch hat. Das sollen ja 100 kW dann im Peak sein. Ich finde, für die Größe sind die Zeiten und das, was die Werksangabe ist, völlig angemessen. Ich bin gespannt, wie lange wir gleich brauchen bis 80%. Die Ladezeit ist ja auch immer die Möglichkeit, euch nochmal den Jeep Avenger von außen zu zeigen. Schönes, modernes Design, geschlossener Kühlergrill. Wir haben hier Jeep Performance LED, Voll-LED-Scheinwerfer verbaut, optional auch mit Auf- und Abblendefunktion. Jeep hat 360 Grad ums Auto, viel harten Kunststoff verbaut, aber nicht um Geld zu sparen, sondern um euch zu schützen, wenn ihr mal einen kleinen Parkrempler habt oder mal einen Ditcher,
dass nicht gleich der Lack kaputt geht. Das ist so das neue Konzept, wo man sozusagen das Nützliche mit dem Praktischen verbinden möchte. Ja, 4,8 Meter ist er lang, 1,77 Meter breit, 1,52 Meter hoch, Radstand 2,56 Meter. Hier in einem schönen Gelb-Gold-Metallic steht ihm sehr, sehr gut. Auch in der Zweifarbigkeit, dann mit dem schwarz abgesetzten Dach. Und bietet hier schön auf 18 Zoll. Wir haben ja die First Edition, das heißt die seinerzeitige Top-Variante, die heute Summit heißt. Dann auch mit der volle Hütte-Ausstattung verbaut. Startpreis sind ja 37.000 Euro vor Herstelleranteil und vor BAFA. Und dann hier in der Variante, wie wir ihn haben, liegt er bei Mitte 40.000 Euro, genauso wie der Summit. Aber dann habt ihr halt auch alles drin und dran. Und dann gehen ja auf jeden Fall auch noch mal jetzt im Juni 2023 ein ordentlicher Anteil von der BAFA und vom Herstelleranteil runter. Übrigens, Jeep sagt, alle Bestellungen, die bis Ende Juni eingehen, sollen auch bis Jahresende ausgeliefert werden. Das ist doch eine schöne Botschaft. Vielleicht auch die Gelegenheit, mal bei eurem Jeep-Partner oder gerne beim Autohaus Preuß vorbeizuschauen. Auch der Blick auf die Heckpartie zeigt uns ein modernes Kleinwagen-SUV mit 20 cm Bodenfreiheit und auch, wie es sich für den Jeep gehört, auch nochmal mit Fahrprogramm neben Eco, Normal und Sport auch mit Sand, Schlamm und Schnee. Das heißt auch eine gewisse Wintertauglichkeit. Wir haben ja einen Frontantrieb-Frontmotor mit 115 kW, 156 PS, 260 Newtonmeter Drehmoment, 0 auf 100 in 9 Sekunden und 150 km/h Spitze haben wir euch ja gezeigt. Es soll später auch nochmal eine Allrad-Variante geben. Das ist ja für all diejenigen vielleicht ganz interessant, die in den Bergen wohnen oder das Auto auch so ein bisschen außerhalb der befestigten Fahrten nutzen wollen. Lasst uns den Blick hier in die elektrische Heckklappe, finde ich richtig geil, auch sensorgesteuert, mal werfen. 355 Liter Kofferraum, Rückbank kann man umklappen, 60-40. Ich denke, dann erreicht man so gute 1100, 1200 Liter Stauvolumen. Wir haben auch einen doppelten Ladeboden, wo wir unten das Ladekabel und das Equipment verstauen können. Apropos Ladekabel, Steffen, schau mal, ich habe nämlich hier für unsere Zuschauer mal eingepackt den mobilen EV-Charger von unserem Kooperationspartner EM2Go, wo ihr auf alle Sachen ja auch 10% mit einfach elektrisch 10 bekommt. Schaut da gerne mal in dem Store. Der ist praktisch, weil den kann man zu Hause mit der Wandhalterung als Wallbox nutzen oder so wie wir mobil, wenn wir unterwegs sind auf Reisen, dann an fast jeder Dose. Das heißt, hier ist Industriedose dabei, Camperdose dabei, der Schuko-Stecker dabei. Das heißt, überall da, wo ein Döschen ist und Strom ist, da können wir auch unsere Elektroautos mit dreiphasig 11 kW laden. Finde ich richtig klasse, so eine Lösung. Und da spart man sich doch einiges, weil man ihn sowohl stationär als auch mobil nutzen kann. Und Steffen, was elektrisch aufgeht? Geht elektrisch zu. Jawohl. Dachlast ist nicht bekannt, Anhängerkupplung ist auch nicht bekannt. Wenn ihr da was wisst, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Ich habe dazu nichts gefunden. Das wäre natürlich genial, wenn wir hier auch noch mal so ein bisschen mehr Funktionen hätten, vielleicht auch einen Fahrradheckträger montieren könnten. Ich finde den Jeep Avenger auf jeden Fall ganz nice. 10 Minuten haben wir geladen, sind bei 58% State of Charge und fast 11 Kilowattstunden haben wir nachgeladen. Das ist doch okay, er zuppelt jetzt hier mit 67 kW vor sich hin. Ja, es ist halt auch nicht das ideale Ladefenster, so wie wir es halt sonst in unseren Videos gewohnt sind, von 10% auf 80%. Wie gesagt, weil das Autohaus Preuß uns nur eine bestimmte Kilometerzahl zur Verfügung gestellt hat, uns den Wagen auch mit 88% State of Charge übergeben hat und daraus ergibt sich dann halt hier die Differenz. Und ja, aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich so für einen kleinen Wagen ganz okay, Steffen, oder? Ja, er zuppelt sich voran, das geht. Besser als wir es ja auch schon hatten mit irgendwie 30, 40 kW, ne? Hatten wir auch schon mal. Ja. Bei wem war das nochmal? Bei Tesla? Nee. Nee, ich glaube, Build Your Dream. Ah, bilde dir deine Träume, geil. Nach 17 Minuten 71%, 17,9 Kilowattstunden nachgeladen. Wir zuppeln an der Grenze zum Stopp, Steffen. Ne? Ja. 51 kW, wenn er runterrutscht, dann bin ich aber sofort auf der Stopptaste. Hast du ein Glück, dass er wieder hochgeht. 80% nach 23 Minuten, 23,5 Kilowattstunden nachgeladen, erhält sich locker und kräftig über den 50 kW. Und das ist ja im Prinzip das, was wir auch in der Elektromobilität schon erfahren haben, dass ihr meistens die gleiche Zeit dann am Ende steht, wenn ihr nicht bei 10% oder 20% State of Charge ansteckt, sondern halt da drüber, weil er dann halt eine Ladekurve wählt, die etwas flacher ist als sonst die steile mit den bis zu 100 kW im Peak, dann bei niedrigem Akkustand. Das kennt ihr, das wisst ihr. Und das zeigt auch heute hier unser Versuch von 39% auf 80% mit dem Jeep Avenger. Lasst uns zum Fazit des Jeep Avenger kommen.
Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Kleinwagen in dem Format eines SUVs, 20 cm Bodenfreiheit, 4,8 Meter lang, ordentlicher Antrieb mit 115 kW, 156 PS, vernünftige Beschleunigungswerte, da hätte ich mir ein bisschen mehr noch gewünscht als die 9 Sekunden auf 100. 150 km/h Spitze sind ausreichend, aber auch hier sind ja nach oben immer keine Grenzen gesetzt. Und insgesamt muss ich sagen, sind die Verbrauchswerte 100, 120 km/h völlig in Ordnung, Steffen, oder? Wenn wir da auch nochmal den Vergleich mit anderen Probanden sehen. Ja, würde ich schon sagen, genau. Außer bei 140, da ist er dann halt ein Tick zu hoch, finde ich. Ja. Na, so. Wobei wir, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen Gegenwind hatten. Vielleicht sind wir auch so ein bisschen im topografischen Ausgleich eher bergauf gefahren als gerade. Will ich alles nicht ausschließen, weil normalerweise ist unsere Erfahrung, steigen die Verbräuche, so wie Steffen es ja auch vermutet hat, so mit 4, 5 Kilowattstunden, dann hätte er ja irgendwo bei 24, 25, 26 Kilowattstunden liegen sollen. Und da ist er halt leicht drüber, aber vielleicht fährt man ja auch mit so einem Jeep Avenger gar nicht konstant immer 140 km/h durchgehend. Ja, Ladeperformance konnten wir nur von 39% auf 80% testen. Das war jetzt ein gebrauchsüblicher Wert für die Akkugröße und Chemie. 10% auf 80% in gut 30 Minuten finde ich ist äußerst marktkonform. 100 kW im Peak bei der Kleinwagengröße ist auch völlig in Ordnung. Dreiphasig 11 kW finde ich gut. Also eigentlich bietet der Jeep Avenger so von allem eine gesunde Mischung. Absolut, das sehe ich genauso. Fahrkomfort und so weiter finde ich auch sehr gut. Aber das ist so Jeep-technisch, ne? Man soll ja damit auch ins Gelände kommen können dann irgendwann. Ne? Ich meine, du hast die Fahrmodis mit Sand, mit Schlamm, mit Schnee. Das konnte man natürlich nicht ausprobieren hier mit dem Wagen von Autopreuß. Bei 25 Grad und Sonne wäre auch schwer gewesen mit Schlamm und Schnee. Nein, aber ansonsten finde ich so das Ding, das Fahrzeug ist gelungen. Ja, man hat diverse Ablagemöglichkeiten im Fahrzeug. Ich mache hier noch einen kleinen Schwenk einmal durch, nur, dass wir hier mal alles noch mal so zeigen. Also ich auch so vom Preis her ist er vielleicht ein paar Tausend. Apropos Preis, das ist ein gutes Stichwort. Er beginnt ja bei 37.000, volle Hütte dann bei 45.000. Da muss ich sagen, das ordnet sich so mit seinen Wettbewerbern ein. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Aber ich weiß halt, dass es bei vielen Stellantis-Händlern halt auch sehr, sehr attraktive Angebote dann im Bereich Leasing, Finanzierung gibt. Manchmal auch gute Nachlässe bei Barkäufen. Also da solltet ihr vielleicht euch nicht vom Preis abschrecken lassen, was Steffen meint, sondern vielleicht einfach mal mit dem Jeep-Partner vor Ort, gerne mit dem Autohaus Preuß sprechen, ob man da nicht vielleicht noch so ein bisschen was, ne, so in die eine oder andere Richtung machen kann, weil bis Ende Juni bestellte Fahrzeuge ja, glaube ich, auch bis Jahresende ausgeliefert werden sollen bei Jeep. Wäre ja für den, der sich für so ein Auto interessiert, ganz spannend. Oder Steffen? Definitiv. Wir sind mit unserem Superhelden aus der Marvel-Serie von Jeep, dem Avenger, zurück beim Autohaus Preuß und müssen uns leider wieder von dem Fahrzeug trennen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Verbräuche und die Ladeperformance vom Jeep Avenger findet oder auch generell, was ihr zu dem Jeep Avenger sagt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Damit das funktioniert, schaut bitte nochmal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wenn das Glöckchen läutet und abonniert, bekommt ihr sogar eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video online geht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis bald, euer Olli.